So, und gib ihm. Zack, ans 7 Meter Loch. Einmal kurz wenden und dann geht es hier auf Wels. Wir haben gleich 18 Uhr im Game, also perfekte Zeit, um sich so langsam auf Wels vorzubereiten. So, das Boot ist angekommen, der Anker ist geschmissen. Der Anker ist ja immer vorne an der Spitze, das heißt, wenn man dann anhält, am besten nochmal schön das Boot entgegen der Stromrichtung drehen. Und dann hakt man eben auch schnell in den Anker ein und dann, ja, Motor aus und man kann sich hinstellen und dann hier in Ruhe durchjiggen. Ich bin jetzt hier an der Sura und zwar genau hier unten am 7-Meter-Loch. Das heißt, ich werde jetzt hier so ein bisschen schräg rüberwerfen und versuchen, hier durch das 7-Meter-Loch durchzujiggen. Ich baue natürlich erstmal mein Set gerade zusammen, dass wir das so einigermaßen passend haben. Wir brauchen eine dicke, fette Schnur. Alles schön welzfähig. Dann braucht man natürlich auch hier die Jig-Montage. Hatte ich tatsächlich jetzt vor kurzem erst geskillt. Da hieß es dann auch allen, hast du überhaupt die Jig-Montage geskillt? Genau, der Garibaldi hatte das letztens noch gesagt im Stream. Und da habe ich gedacht, ja, Alter, mach doch mal. Ich hatte ja noch Skillpunkte übrig. Also jetzt erstmal schön geskillt. Komm, ich gehe auch noch mal ein bisschen größer. 3-0er Haken geht auch noch vom Gewicht. Und dann ballern wir hier einen dicken, fetten Köder drauf. Und da muss ich jetzt gerade noch mal eben nachgucken, welcher das war. Der Urflitzer hatte mir das hier gezeigt. Der hat ja hier auch ein kleines Beispiel gezeigt, was er schon rausgezogen hat. An der Stelle hat er mir im Discord geschickt. Mit allem drum und dran. Da ist es. Der 2008 ist es, also Ette hier. Und dass er da ganz gut Wels gezogen hat. Einige, das sieht auch ganz vernünftig aus. Und ja, ich teste das doch auch einfach mal. Ich meine, von der Uhrzeit her passt es doch schon. Zack, raus damit. Und gib ihm. Link zum Discord übrigens unterm Video, wenn du Bock hast. Oder wenn du irgendwelche Stellen hast, wo du sagst, Alden, teste doch mal hier, teste doch mal da. Mache ich immer gerne. Kann aber auch sein, dass, also ich kann nicht immer alles testen, was gezeigt oder geteilt wird. Weil es so ein bisschen natürlich auch reinpassen muss, so in die Videofolge, dass immer mal wieder was anderes reinkommt. Aber grundsätzlich teste ich gerne und gerade auch etwas, was so ein bisschen seltener oder ein bisschen schwieriger ist, teste ich natürlich immer gerne, auch einfach so für mich. Und man teilt es natürlich auch sonst, ne? Einfach auch im Discord mit anderen Leuten teilen. Das hilft. So, ja, gucken wir mal, ob da was abgeht jetzt hier mit der entspannten Jig-Montage. Ich bin schon drin in der Jig-Führung. Das ist schon mal gut. Es läuft relativ schnell mit dem Jig. Die Frage ist noch gleich so vom Tempo, ob ich das ein bisschen schneller, ein bisschen langsamer mache. Gucken wir mal, er schreibt, Urflitzer schreibt, er war mit 35 unterwegs, ich bin jetzt gerade, ja, auf 36, 35, ja, passt doch, das passt doch. So, nochmal gucken, wohin man wirft und dann ist natürlich die Frage, ja, macht man längere Pausen oder zieht man jetzt schnell durch mit diesem 35er, macht man nur eine Umdrehung? Oder zwei. Das muss man so ein bisschen ausprobieren. Wie gesagt, man sieht hier diesen Jig halt schon, ne? Richtig dickes, fettes Setup. Was man sonst auch machen kann, einfach treiben lassen, ne? Wenn man zweimal ein gleichwertiges oder dreimal ein gleichwertiges Setup hat, dann einfach hochfahren und dann runtertreiben lassen. Drei Routen rauswerfen, zwei Routen rauswerfen und dann einfach treiben lassen. So, schon mal ein bisschen was essen und was trinken, dass wir hier auch gleich geboostet sind, falls da was Dickes reingeht. Da braucht man dann auch viel Energie. Ich mache mal so zwei Umdrehungen. Letztens an der 8-Tuba hat es wirklich ganz gut funktioniert. Zumindest in der ersten Nacht. So zwischen dem 11- und 15-Meter-Loch an der 8-Tuba war wirklich gut. Hat ordentlich reingeballert, viele Welse. Leider halt noch nicht so die ganz großen.
Und mein erster sehr großer Wels, über 80 Kilo, den hatte ich ja tatsächlich hier an der Sura. Wäre natürlich mega, wenn sich das wiederholt. Ich habe ausreichend Bootstickets dabei. Das heißt, ich wäre bereit für einen langen Drill. Der Wels kann kommen, Alter. Kann gerne reinballern und mich fertig machen. Gucken wir mal. Auch noch nicht. Das ist immer so das Wichtigste, ne? Man jiggt, man hat die Jig-Führung. Und wenn auf einmal das Jig weg ist, also außerhalb des Plans sozusagen, dann ist das eigentlich immer so ein Zeichen oder ein gutes Zeichen dafür, dass da was reinballert. Aber war bis jetzt zweimal nicht der Fall. Vielleicht ist auch hier unten, also hier im näheren Bereich, irgendwie so eine Stelle, einen Stein oder weiß der Geier, wo der Jig dann dagegen ballert. Und dann direkt aus der Jig-Führung halt irgendwie rausgeht. Oder da ist es nochmal ein bisschen tiefer. Kann ja natürlich auch sein, ne? So, schön entspannt. 1-2 Umdrehung. Und weiterziehen. Ich würde sagen, ich ziehe jetzt hier nochmal ein paar Mal durch. Gucken wir mal, wann sich da was zeigt. Es ist ja auch noch hell. Vielleicht geht es ja dann gleich erst richtig los, wenn es dunkel ist. Zack. Ha, da reagiert doch einer. Sehr schön. Der erste kleine Brocken war ein kleiner Zander, der reingegangen ist. Also wirklich ein kleiner. Jetzt gerade eben vor diesem Fisch. Und aber wirklich winzig, irgendwie 700 Gramm oder sowas. Da habe ich dann mal getestet, richtig schnell einzukurbeln, durchzuziehen. Und jetzt habe ich es einfach nochmal auf schön langsam gedreht. Das sieht auch gut aus. Ah, guck mal, der wehrt sich noch. Ich mach mal zu. Nee. Also, ganz gefährlich natürlich, ne? Also, wenn ihr euch hier hinstellt und ihr habt nicht ein, ich sag mal, übertrieben gutes Setup, vorsichtig sein. Gerade mit dem, was ich hier jetzt gerade mache, mit dem Zumachen der Bremse, ne? Bremse auf 29, alles ist immer safe, alles ist gut, alles ist schön. Bremse auf unendlich, also auf dicht, dann kann euch eben irgendein Teil des Setups brechen. Mein Setup ist momentan so aufgebaut und so ausgelegt, dass weder die Schnur noch die Rute noch die Rolle kaputt geht. Das ist so ausgelegt, dass der Haken als erstes bricht. Das ist natürlich eine sehr spezielle Sache, aber eben auch sehr angenehm, denn der Haken ist natürlich das günstigste. Also ist es natürlich sehr schön, wenn als erstes der olle Haken bricht beim Welsdrill und nicht irgendwie, selbst die Schnur wäre mir schon echt zu teuer. Von daher ist es doch wirklich angenehm. So, raus damit. Erster war drin. Wir gehen wieder runter hier. 28, 29er Bremse für den Einstieg des Welses. Machen wir das dann nicht so hoch. Der soll dann auch erstmal reingehen und vielleicht gegebenenfalls, wenn er sehr groß ist, erstmal ein bisschen abziehen. Und in dem Moment, wo man dann merkt, okay, er ist doch nicht so stark, dass er jetzt das Setup zerstören würde, dann kann man eben gucken, dass man die Bremse eben dicht macht und versucht, dass er dann eben nicht weiterkommt. Gucken wir mal, so im Bereich von 30, 40 Kilo plus. Da ist es dann so, dass ich da ein bisschen vorsichtiger sein muss hier mit dem Setup. Und dann gucken wir einfach mal gleich, ob sich das, ja, ob da ein so ein dicker Kandidat reingeht. Das wäre natürlich jetzt sehr angenehm, einfach nur zum Zeigen. Im Moment komme ich noch nicht mal gerade in den Jig. Machen wir mal ein bisschen schneller gerade ein. So, jetzt sind wir in der Jig-Führung wieder. Genau. Ja, hatten tatsächlich ein bisschen gedauert, also 8 Huber, da waren die schon gegen 17, 18 Uhr aktiv. Hier, oder zumindest an diesem Tag, es war regnerisch, den Tag über leider bisher halt noch nicht. Das heißt, ich hoffe jetzt, so ab 22 Uhr, dass sie dann wenigstens bis morgens 5 Uhr rum so aktiv sind, weil sonst hat man auch einfach so wenig Zeit, ne? Das ist halt immer der Punkt, man hat, zack. Man hat gar nicht so viel Zeit, um ausreichend Welse dann eben rauszuprügeln. So, dann kommen noch irgendwie 2-3 Mal werfen, wo da nichts reingeht. Und dann ist da einfach schon sehr viel Zeit wieder vergangen. Da haben wir den nächsten, aber was Lüdes. Komm mal ran hier. Na, wo bleibt das Netz?
So, jetzt aber endlich. 12 Kilo ist natürlich angenehm, den zieht man dann einfach so durch. Gerne mehr davon, gerne dickere Brocken. So, absinken lassen. Schön auf den Grund. Und dann wieder eine Drehung. Und nochmal. Da sind wir wieder im Jig. Sehr schön. Jig-Führung. Und schon wieder weg. Perfekt. Aber das ist irgendwas ganz Kleines. Vielleicht wieder ein kleiner Zander. Aber alles nicht schlimm. Nehmen wir doch alles gerne mit. Hauptsache, man ist damit erfolgreich. Zander und weiße Köder funktioniert ja auch immer wieder gut. Oh, oder war der da? Oh, kleiner Wels oder was? Oh, 1,6. Das ist ja der Hammer. 1,6. Immerhin noch 140 XP, knapp 139 XP. So. Und maßig, dass der als maßig überhaupt gewertet wird, ne? 100 Kilo Trophy und 1 Kilo als maßig. Das ist doch eigenartig. Warum ist das denn so, ey? Da wird doch 10 Kilo oder sowas reichen, oder? So mindestens. Oh. Doch. Ach, guck mal, das ist ja interessant. Raus, ob der den angedotzt hat? Ob der den angegriffen hat, den Köder? Und dann doch nicht gehakt und dann nochmal hingeschwommen ist? Das war ja ein Ding. Raus aus dem Jig, nicht weiter attackiert, eine Quappe? Jau, das kann sein. Quappen, das hatte ich ja bei diesem Ein-Unterwasser-Video gesehen. Der Angriff von den Quappen ist ja wirklich aggressiv. Man sieht es auch manchmal, wenn die mit so einem Köder rumspielen, wie oft und wie lange die rumzuppeln und rumbimmeln, wenn man mit Grund unterwegs ist. Das ist ja interessant. Da muss ich dann gleich auch nochmal gucken, wenn das nochmal so ist oder so passiert, dass man aus der Jig-Führung rausgeht, dann doch nochmal ein bisschen warten. Einfach mal den Köder nochmal auf dem Grund liegen lassen. Hat jetzt gerade funktioniert. Na, das wäre ja interessant, wenn das geht, dass sie dann später nochmal angreifen. Und dann im Idealfall haken. Weil jetzt, wie gesagt, wenn er jetzt einfach rausgeht aus Versehen, der ist jetzt ganz normal in der Jig-Führung drin, es ist nichts, was da jetzt irgendwie gerade entgegensteht, dass das einfach normal so weitergeht. Einfach Jig-Führung, einen nach dem anderen. Das heißt, wenn er jetzt aus Versehen einfach rausgeht aus der Führung, muss da irgendwo ein Fisch quasi mit, ja, involviert sein. Ne, aber bisher nichts weiter. Ja, ich würde sagen, weiter durchziehen und gucken. Ich hoffe, da ballert gleich noch was Dickes rein, aber auch nur was Lüttes. Ja, bisher schon mal nicht schlecht. Bisher nicht schlecht. Auch ein kleiner Wels, aber nicht so groß. Naja, letzten Endes könnte man natürlich dann auch mit einem nicht ganz so schweren Setup sich hier hinstellen. Wobei, wenn ich mir überlege, ich würde hier mit der, keine Ahnung, mit der HSV oder sowas stehen. Weiß ich nicht, ob ich die dann so stressen wollen würde, die Routen und Rollen. Da ist ja dann doch irgendwie viel Verschleiß drauf. So richtig lohnt tut sich das ja nicht, ne? So, ich zieh nochmal ein bisschen durch hier. Na, doch, der hat doch ein bisschen mehr. Ich dachte, noch einer mit 15, also es sind hier gerade, ja, noch mal einer mit 10, noch mit 15 rein, also gar nicht so verkehrt. Der hat doch ein bisschen mehr. Aber ich glaube, der geht auch ganz gut wieder rein. Also bisher gar nicht schlecht. Ich bin jetzt schon ganz zufrieden, weil die Anzahl der Welse eben schon ganz okay ist. Die Größe ist jetzt noch nicht so überragend. Vielleicht ballert da ja noch irgendwas Größeres rein. Aber im Moment, ja, ich sag mal, passt es doch schon ganz gut, ne? Schön rausziehen. Hier muss ich die Bremse noch nicht mal zumachen. Der lässt sich halt schön jetzt hier mit der Strömung auch einfach runterziehen. So, wehrt sich gar nicht, beziehungsweise hat keine Chance, sich umzudrehen und in die andere Richtung wegzuschwimmen. Ja, gerade noch gesagt, da dreht er sich um. So, kommen wir wieder zurück hier. So, dann ziehen wir dich halt in die Richtung hier. Komm ran.
Und dann dreht er sich wieder zurück in die. So, komm ran hier, Alten. Das ist halt immer der Knackpunkt, ne? Ganz wichtig, jawohl. 21. Schön. Immer in die Richtung ziehen, wohin der Kopf eben auch gerade geht. Ne? Das ist eben deutlich einfacher. Und dann ist da nicht so viel Gegenwehr. So, weitermachen. Und da geht dann doch noch einer rein. Ha, schön. In den Morgenstunden einer, der dann doch bei der 29er Bremse ein bisschen gezogen hat. Sehr schön. Nicht schlecht, nicht schlecht. Nichtsdestotrotz kein Monster bisher. Aber ich sehe gerade den Kescher, also sind zumindest 11 Fischis drin, ein paar kleine sind auch mit dabei. Aber von der Frequenz her wirklich angenehm. Ich bin echt gespannt, was das gleich kohlemäßig bringt. So. Ja, aber so richtig groß ist er auch nicht. Ne, jetzt reicht sie gerade mit der 29er Bremse. Vielleicht stand der einfach nur gut in der richtigen Richtung. Oh, 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 oh. Gehen wir mal zu. Ja. Da machen wir dicht. Komm ran, ihr Alten. Alter, wie die sich aus dem Wasser quälen, ne? Bäm, Alter, 26er Brocken. Schön. Ei, ei, ei. Richtig, richtig, richtig gut. Macht immer wieder Bock, wenn dann so ein dicker Brocken da rauskommt. Cool. Ja, also, was habe ich jetzt hier die ganze Zeit gemacht? Eigentlich die ganze Zeit mit einer Umdrehung. Und dann, ja, Tempo 35 hier, eine Umdrehung, einfach locker durchgezogen. Wenn das jetzt so wie hier, wenn man schlecht in die Jeep-Montage reingekommen ist, habe ich einmal mit Shift gedreht, einmal ein bisschen schneller absacken lassen nochmal richtig und dann nochmal rein. Eine Umdrehung, zack, ist man schon wieder drin. Dann hat er sich da irgendwie vertüttelt oder was und hängt im Schlamm fest oder was auch immer, dass man den dann einmal so richtig nochmal in Schwung bringt, den Jig. Und dann kann er jetzt hier, zack, guck mal da, der nächste. Und dann kann er hier schön, oha, oha, oh ja, oha, der hat Bock. Da ist er, der Größere. Ja, noch nicht ganz so riesig. Kommt noch nicht ganz dagegen an, aber hat Bock. Da muss ich jetzt ein bisschen aufpassen. Oh, oh, oh. Gerade jetzt am Anfang, wo die so viel Power haben, wo die so agil sind, dass man da eben jetzt aufpasst, dass man immer schön mit der Bremse spielt. Also 29er Bremse heißt jetzt natürlich, er kann abziehen. Bremse zu heißt, er kämpft gegen das Material, gegen die Materialstärke sozusagen. Ei, 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 ei. Aber wir müssen ihn halt ein bisschen müde machen, ne? Also die ganze Zeit schön ranziehen. Und dann gucken, dass wir ihn dann locker kriegen. Ganz gefährlich natürlich jetzt in der Situation, wenn irgendwelche Kopfschläge kommen oder sowas. Immer schön vorsichtig sein, immer den Blick haben auf die Actionbar unten. Und dann gucken, dass man ihn langsam ranzieht. So, jetzt kommen wir, jetzt schwimmt er zum Beispiel in die Richtung. Hat er sich gedreht und oha, da hat er sich wieder zurückgedreht. Hat er Bock gehabt, wollte er weg. Ei, 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 ei. Krass. So, schnell noch was trinken. Bisschen Power reinmachen, dass wir mehr Energie haben. Und jetzt könnten wir natürlich hier auch mit dem Boot hinterherfahren. Aber im Moment warte ich noch. Ich lasse ihn auch erstmal noch mal ein bisschen ziehen. Soll er machen. So. Lassen wir ihn erstmal ein bisschen knattern, ein bisschen müde werden. Das ist jetzt auch so ein Ding, was auch ein bisschen über Zeit geht. Ne? Irgendwann lässt er dann einfach nach. So, schön die Spannung die ganze Zeit halten. Dann lübt er doch. Wieder ein bisschen nachdrehen. So. Jawohl. So, jetzt versuche ich gleich nochmal Bremse zu. Ja, können wir ihn wieder so ein bisschen ranziehen. Ich meine, das ist halt der Vorteil, er ist halt jetzt gegen die Strömung und wir stehen halt unterhalb und wir ziehen ihn halt die Strömung runter, also mit der Strömung schön runter. Nichtsdestotrotz, wenn die so schnell hochgehen, wenn die Actionbar so schnell nach oben geht, schon direkt vorsichtig sein.
sonst bricht der Haken. Muss ja nicht sein. Ja, heißt einfach noch ein bisschen warten. Der hat noch weiter Bock. Und in der Zwischenzeit immer schön was trinken, dass man den Energiebalken wieder hochpusht. Cool. Geht doch noch ein dicker Brocken rein. Das ist natürlich cool. Und das ist natürlich genau das Perfekte sozusagen in den Morgenstunden, wo man ja dann eh als Welsangler den Tag wieder überbrücken müsste, ne? So, jetzt ziehen wir ihn schön ran. Jetzt schwimmt er sogar in die Richtung hier. So, komm, 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 komm. Jawohl, und er kommt ran. Das ist jetzt das heikle Spiel. Das heikle Spiel mit der Action Bar und dem Setup am Limit. Ja, gute Frage. Bisher habe ich einfach auch zu wenig Erfahrung damit, um jetzt sagen zu können, wie schwer der ist. Ich schätze erstmal so im Bereich von vielleicht 40 Kilo. Ich denke mal, das ist jetzt die Frage, wie lang das Theater jetzt hier geht, dass er sich dann doch da so quer stellt. 'Zack. Alter, roter Bereich und dann ging er doch nicht weiter. Und die ganze Zeit der Finger auf dem Mausrad, um gegebenenfalls, wenn es zu eng wird, zack, sofort runter zu gehen. Denn was wir hier an der Actionbar haben, ist ja immer nur die Anzeige, die Belastungsanzeige ja quasi vom Setup. Und jetzt in dem Fall die Belastungsanzeige vom Haken. Wann geht das schwächste Glied im gesamten Setup kaputt? Das wird unten angezeigt. Wann bricht der Haken? Und das ist jetzt die ganze Zeit das Spiel. Und das Spiel ist ja jetzt nicht... Und das ist ja dann jetzt nicht so, dass man sagen kann, okay, man hat jetzt vielleicht noch so eine Pufferzone oder sowas. Also wenn am Ende von Rot ist tot, da ist halt wirklich Sense, ne? Wenn der Balken am Ende von Rot ist, dann... Ich glaube, da kommt nochmal so eine flackernde Meldung, aber da macht es dann auch einfach Klick. Und ich denke mal, hier beim Wels ist einfach die Power so heftig. Ich glaube, das flackert auch nicht lange. Da ist dann Sense. So, komm ran hier, Alten. Ja, wir sehen die Schnur, wie viel Schnur draußen ist. Ein Viertel ist quasi abgespult. Und jetzt müssen wir ihn müde machen. Ei, ei, ei. Komm, 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 komm. Ist einfach auch so ein bisschen so ein Reaktionsdinger, ne? Ich glaube, das sollte man nicht, apropos müde machen, sollte man nicht machen, wenn man selber müde ist oder wenn man sich irgendwie einen gegönnt hat oder sowas und eine schlechte Reaktionszeit hat. Dann macht das, glaube ich, nicht so viel Sinn. So, komm ran hier. Auch wenn man sich dann gerne selbst etwas überschätzt, das rächt sich dann halt in der Regel am Setup. No way. Haut einfach ab. Versuchen wir mal in die Richtung. So. Na, komm ran. Einfach die ganze Zeit die Spannung halten. Abgefahren. Ja. Na gut, ich könnte jetzt hinfahren, ne? Also ich überlege die ganze Zeit. Ich meine, er zieht gerade sogar ein bisschen mehr Schnur wieder ab. Wir sind jetzt nicht bei Viertel nach, wir sind schon bei 20 nach von der Schnur unten. Beziehungsweise vor. 20 vor. Ich könnte jetzt einfach hinfahren. Vielleicht mache ich das auch. Hinfahren und drüber stellen und dann hochpumpen. Heißt also, wir setzen das mal eben hier ab. Ankerlichten, G drücken. Also Motor ist an, J drücken. Und dann schnappen wir uns die Route. Wir sind jetzt natürlich gerade im Trollinggang.
können wieder hinfahren. Jetzt schnell mit Shift einkurbeln. Wir wollen ja die Spannung die ganze Zeit halten. Zieh, 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 zieh. So. Ran damit. Wieder ein bisschen was trinken. Power hochziehen jetzt in der Zeit. Und jetzt schwimmen wir quasi. Gehen wir ein bisschen Gassi. Schön langsam die Strömung hoch. Wir sehen, die Schnur kommt natürlich jetzt schön, wird schön eingekurbelt. Und da müssen wir jetzt bloß gucken, dass wir immer noch vor ihm am besten stehen bleiben, dass wir ihn immer noch runterziehen können. Aber eben ausreichend Schnur, also schon mal einige Schnur reinziehen können. Ausreichend vor ihm anhalten, dass wir ihn, wie gesagt, ranziehen, pumpen können immer noch mit der Strömung. So, fahren wir mal so rüber, dass er ein bisschen mehr mittig geht. Und dass wir ihn dann gegebenenfalls im Kreis, also wir fahren dann um ihn herum, im Kreis um ihn herum und ziehen immer schön nach oben. Und nach oben haben sie halt die wenigste Power, ne? So in diesem flachen Winkel jetzt hier haben die natürlich immer schön die Chance, auch gerade, noch relativ gerade, ja, sehr spitz einfach abzuhauen. Und wenn wir dann ganz steil über den Fischen sind, über den Welsen, haben sie es super schwierig. So, da haben wir die Schnur. Wir sind schon ganz nah dran. Das ist ja schon krass hier. Fast schon drüber. So, nochmal ein bisschen pumpen. Das ist schon krass. So, jetzt machen wir mal eben den Anker. Kann ich den? Hand nicht frei. Motor könnte ich jetzt abstellen. Ich stelle den Motor mal ab. So, jetzt aufstellen. Und jetzt versuchen wir nochmal zu pumpen. Bremse zu. Oh ne, hat er noch gar keinen Bock drauf, oder? Pumpen mit geschlossener Bremse. Ja, geil, aber noch nicht, wenn er so viel Action hat. Das ist mir noch viel zu tricky. Ich ziehe natürlich, oder ich roll jetzt gerade wieder zurück. Ich werde natürlich wieder nach unten gezogen. Mit der Strömung. Ah, ein bisschen zu tricky gerade. Eieiei. Will er noch nicht. Will er noch gar nicht. Oh, nee. Nee, da hat er noch überhaupt keinen Bock drauf. Da hat er noch gar keinen Bock drauf. Aber er kommt nicht so richtig dagegen an. Also, das ist gut. Jetzt so langsam, wo er müde wird, merkt man, dass er eben nicht so viel Power hat, um hier gegen das geschlossene Setup anzukommen. Aber wenn er dann halt große Kopfschläge macht oder sowas, dann wird es eben trotzdem noch gefährlich. So, ich versuche ihn direkt mitzuziehen. Aufpassen. Oh, 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 oh. Na, ist es denn wahr? Lässt er sich nicht. Lässt er sich nicht beeinflussen. So, jetzt komm. Oh, oh, oh. Krass, 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 krass. Krass. Na, komm ran hier, Alten. Ob der doch so viel mehr hat, als ich gedacht habe? Ob der doch so viel schwerer ist? Nee, ne? So, ruhig, Brauner. Na, lässt er sich nicht... Alter, lässt er nichts machen. Da macht er gar nichts, ey. Da macht er gar nichts. Ich hock mich nochmal hin. Und fahr auch nochmal dran. Zack. So, wir fahren nochmal hin. Ich fahre nochmal so ein bisschen drüber. Einfach nochmal hingesetzt. Zack, J drücken. Trollinggang geht direkt an.
Und dann natürlich schnell wieder mit einkurbeln. Wir müssen natürlich immer schön die Spannung halten. So, komm ran hier, Alten. Komm ran hier. Alter, was ein Drill, ey. Was ein Drill. So, und jetzt Motor wieder aus. Auf G. Zack. Und jetzt versuchen wir ihn schön hochzuziehen. In dem Moment, wo wir halt hier jetzt dran vorbeirollen. Ne? Wir rollen ja jetzt oder schwimmen ja jetzt quasi wieder zurück. So, jetzt kann ich ihn schön ziehen gerade. Jetzt passt das gerade sehr gut. Er macht natürlich Theater, ganz gefährlich jetzt hier gerade wieder von der Situation. Aber er sollte erstmal kurz hochkommen. Da ist er. Da ist er, ganz gefährlich. Komm, 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 komm. Kescher, Kescher, Kescher. Alter. 47. Bäm, schönes Ding. Hat natürlich seine Power. Alter Falter, 47 Kilo schmeckt. Bin ich schon komplett zufrieden mit. Allen. War aber schon ein bisschen anstrengend. Alleine schon die Aufmerksamkeit. Das ist es, das macht's dann auch eigentlich aus. Aufmerksamkeit die ganze Zeit auf den Actionbar unten. Auf die Actionbar, ballert das Ding jetzt raus. Was macht er? Die ganze Zeit überlegen, ab wann gebe ich ihn wieder frei sozusagen, wann lasse ich wieder locker. Huh, heftig. So, 10 Uhr, da geht natürlich jetzt gerade nichts Neues rein. Heißt also, mal schnell am Anleger ran, kurz ins in den Fischmarkt gucken, wie denn so die Preise sind und inwieweit sich das denn gelohnt hat, hier mal so eine Nacht auf dicke Welse zu gehen. Bäm. Also, da sind sie. Kurz nach Preisen sortieren. Ja, wie gesagt, kleiner Zander, kleiner Wels, kleine Quappe, kleiner Steinschill. Sehr, sehr angenehm natürlich, gar nicht schlecht. Und hier die Brocken, ja, man kann so sagen, Mitte, ja, oder sagen wir mal so Ü10, da fängt es doch so langsam an, dass die wirklich interessant werden, ne? Das ist doch gar nicht schlecht. Und dann hier Ü17, Ü15, 16 ist es, glaube ich, herum. Da gibt es dann nochmal einen Bonus, da verdoppelt es sich auf einmal. Also da haben wir dann nochmal den Unterschied. Heißt also, wenn man einen Kescher voll macht, so zwischen 15 und 20 Kilo Welsen, dann lohnt es richtig. Naja gut, und die 50er, die brauchen dann allerdings auch schon ein bisschen mehr Zeit. In Gänze 400 Silber, schmeckt. Wenn das Ganze gefallen hat, Daumen da lassen fürs Video, Kanal abonnieren nicht vergessen, hilft mir mega. Dankeschön dafür und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder im Livestream auf Twitch, montags, mittwochs und freitags immer um 19 Uhr. Petri.